Alte Gebäude, moderne Gebäude, Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Auf die Einladung vom neuen Museum Biel haltet die Bieler Denkmalpflegerin einen Vortrag über die Herausforderungen des Metier. Ihr Ziel ist es, auf den Wert des Kulturerbes aufmerksam zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, die Bevölkerung und Behörden auf die weniger bekannten, weniger prunkvollen Gebäude zu sensibilisieren. Mir gefallen die, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ich habe den Beton und die alten Fabriken gern. Ich möchte, dass das erhalten wird, was möglich ist, und dass man mehr solche Gebäude schützt. Der Kanton unterscheidet zwischen zwei Arten von Bauten. Schützenswerte Objekte, die nicht verändert werden dürfen, und erhaltenswerte Objekte, die ersetzt werden dürfen, insofern das gerechtfertigt ist. Die Gebäude aus den 40er Jahren sind erhaltenswert und werden abgerissen. Trotzdem ist die Architekturexpertin Bernadette Fülscher der Meinung, dass die Fabrik nicht so verteidigt worden ist, wie das kantonale Verfahren vorgesehen hat. Was ich nicht gesehen habe bei dem ganzen Verfahren, ist, dass sich die Stadt wirklich mit allen Kräften darum bemüht hat, die Halle zu erhalten. Ich bin nicht jemand, der sagt, man muss wirklich das Allerletzte bis zum letzten Moment auch erhalten. Ich sehe auch, dass es manchmal einfach Situationen gibt, wo es klug ist, irgendwie etwas Neues zu schaffen. Ich denke mir aber, da ist das nicht passiert. Ich finde das in dem Sinne wirklich nicht verhältnismäßig, und diesbezüglich hätte ich tatsächlich einen Vorwurf an die Stadt. Auch in der Kommunikation, dass wir in dem Sinn, es hat dann auch eine Abstimmung gegeben, das ganze Terrain, dass man nicht wirklich darüber informiert und diskutiert hat. Auf Anfrage hat die Stadt Biel auf Pressemitteilung zum Projekt verwiesen. Die setzt auf die Aufwertung des Quartiers. Es geht um eine Wohnsiedlung und einen Park von fast 1 Quadratkilometer. Ein weiterer Verlust für Biel ist die ehemalige Mikron-Fabrik. Sie ist zwar nicht unter Denkmalschutz gestanden, ist aber ein Teil der industriellen Vergangenheit von Biel gewesen. In so einem Fall sind die Denkmalpflege der Seeländer Stadt die Hände gebunden. Lorsqu'un bâtiment n'est pas protégé, mais qu'il est, wenn ein Gebäude nicht geschützt ist, auch wenn es sehr alt ist und eine hohe architektonische Qualität hat, dann können wir es leider nicht retten, wenn ein neues, gutes Projekt vorgeschlagen wird. Als Behörde fehlen uns die gesetzlichen Instrumente, um einzugreifen. Natürlich können wir beraten, aber wir können es nicht verhindern. Mais on ne pourra pas empêcher. Auf Anfrage sagt die Kulturdirektion des Kantons Bern, dass der Druck auf Baudenkmäler und Ortsbilder wegen der inneren Urbanisierung immer höher wird.